The Prisoners frei. Cool. Ja, den verfolgen am besten. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Hitman. Diesmal gibt es nicht viel zu sagen. Naja, okay, ich kann noch sagen, dass dies wieder die erste Folge ist, wo ich nichts alles im Vorfeld weiß, aber sonst nichts groß Interessantes. Let's go! Welcome to Colombia. Your next target is the Colombian Drug Lord Pablo. Okay, irgendwann. Our customer wants to terminate his command. The exact location of is unknown, but you will be inserted into an arena that should be closed. The arena is patrolled by Pablo's army. Oh, das wird schon wieder so mit 100 Leuten drumherum oder wie? You are sure you can terminate without alarming the camp. Okay. Secure religious idol. Bring idol to the Indian village. Okay. Golden idol. Okay. Und schon der erste. Okay. Ey, das ist diesmal viel. Okay. Einmal das neue Symbol. Sind das... Ich habe so keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Crash Site. Da liegen einfach irgendwo Waffen rum, so sieht's aus. Okay. Wenn sonst nichts ist. Ja, okay. Also auf jeden Fall ist Knife on Fire war ja nämlich wieder mit. Die Waffen nehme ich nur ungerne mit, denn die kann man nicht schön wegpacken. Käfer auf jeden Fall. Ja. So. Dann haben wir voll Muni. So, okay. Oh Mensch, jetzt bitte schmier nicht wieder ab. Ja, perfekt. Locative Draw Sign. Auf jeden Fall finde ich unser Outfit mal mega awesome. Nicht den üblichen Anzug oder so. Und auch die Musik ist irgendwie anders als sonst. Jetzt check ich mal kurz. Okay, hier bin ich gerade. Und... Da ist so eine... Maya-Skulptur. Mal kurz checken. Okay, ich bin... Achso, der zeigt, wo... Wo Waffen sind? Oder was? Wo zeigt er hin? Der zeigt da irgendwo hin.
Kalaschnikow-Munition. Okay, da liegt einfach nur Munition immer rum. Komme ich da hoch? Nee. Sieht nicht so aus. Ich gehe jetzt einfach mal voll auf die Mitte. Okay. Also hier ist. Hier war ich eben schon mal. Meine ich? Meine ich doch, dass ich hier schon mal war. Jetzt springt mich von der Seite und zieh um und ich bin tot. Aber. Ich wollte. Achso, ich bin nicht wirklich in die Richtung gelaufen. Ich will ja in die Mitte. Jedenfalls mal. Ich weiß nicht, ob der mich sieht oder ob ich wie unsichtbar für den wirke. Oh, da stehen zwei. Zwei auch noch. Moment. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter weg und dann. Okay, hier lang. Auf jeden Fall finde ich die Musik gerade mega geil. Checken wir mal kurz nochmal die Map. Okay, ich bin angeblich direkt davor. Wie hocke ich mich jetzt hin? Ah. Einmal kurz checken. Wenn ich jetzt hier so reingehe. Bin ich? Ich bin jetzt inside. Moment, wie heißt das? Crash Site. Okay, das ist ein Flugzeug. Mehrere. Und da laufen die ganze Zeit Soldiers rum. Oder Soldiers. Oh, da oben ist einer. Hallo.
Der bemerkt doch nichts. So. Okay, weiter. Rein geht nicht. So, perfekt. Was soll ich noch mehr machen? So, wohin muss ich das jetzt bringen? Siehst du ja, meine ich, irgendwo hinbringen. Hierhin? Oder wohin? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal so spontan zu dieser einen Waffenstelle da. Die Leute beobachten auch von allen Seiten. Okay, ist interessant. Ich habe 30 Munition. Nummer. Ne, 30 Munition. Okay. Hey, die Kalaschnikow nehme ich mal ruhig in die Vorderhände. Ich glaube jetzt nicht, dass das so einfach war. Okay, und ich bin wieder komplett falsch gelaufen. So. Hä? Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich laufe irgendwie immer in diese Seite Richtung Wasser. Ich glaube, wenn ich in das Wasser springe, bin ich tot. Und ja, ich glaube, das soll eine Trennlinie setzen. Aber da vorne geht es rüber. Wohl. Oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich bleib also mal am Wasserpfad und guck mal, wie es hier weitergeht. Ich glaube, das wäre auch die beste Idee. Wo sind wir jetzt ungefähr? Okay. Das heißt, das biegt jetzt hier so in meine Richtung, ne? Jo. Und sollte gleich in Sichtweite sein. Okay. Da flog gerade ein Helikopter. Lass sie mal lieber fallen.
and pick up a sniper. Was? Shit, nein! Okay. Nein! Jetzt habe ich noch die Sniper in der anderen Hand. Aber kurz checken. Mensch, und dann laufe ich noch in die andere Richtung. Aber sie tun, glaube ich, hoffentlich dem Indianer nichts, wenn... Jetzt bin ich mal gespannt, verfolgen die mich jetzt... Oh Mensch, das ist... Kurz... seine Sachen nehmen. Wie viel habe ich eigentlich in meiner Sniper noch drin? Okay. Jetzt checken, aber jetzt glaube ich in die richtige. Ja. Warum habe ich... Und? So, okay. So, und jetzt hier. Jetzt nochmal checken. Ja. Und jetzt gut aufpassen. Hier vorne ist ja. Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin schon zu weit. So, komm. Sniper rausholen. Den haben wir schon mal. Check die Sniper kurz. Ist da neu wer? Da. Ja, der Prisoner ist frei. Cool. Ja, den verfolgen am besten. Habe es jetzt geschafft. Aber ich habe doch noch die heilige Figur und wo der jetzt hingerannt ist, habe ich keine Ahnung. Nachladen. Wo könnte der jetzt nur sein? Hey, ich verstehe es jetzt wirklich nicht. Also der Prisoner ist abgehauen. Und jetzt muss ich irgendwie noch nach seinem suchen. Oh. Ich gehe jetzt einfach mal zu in die Richtung. Denn da ist... Obwohl, Moment, Moment, Moment. Bin ich nicht da... da gespawnt ungefähr. Das heißt, dann musste ich hierhin, um den zu befreien und hierhin, um ihm das Teil abzugeben. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Aber trotzdem, da das nicht so ein weiter Weg ist, gehe ich einfach da trotzdem nochmal schnell hin, sobald ich mich nicht wieder verlaufe. Ich bin irgendwie... Oh, fuck. Wo ist der hin? Wo ist der? Wo ist der?
Mensch. Klaus. Vielleicht greifen sie mich jetzt nicht mehr an. Das wäre ein wahres Ding. Ja. So, checken. Hallo. Einfach so ein random Schuss. Wäre jetzt nicht notwendig. Boah, wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann bin ich im Arsch. Nein, gut. Oh. Der hat seinen Freund abgeschossen. Nein! Die wollen mich doch alle. Nochmal neu. Okay. Wenn das wirklich so einfach ist. Also, der sagt, ich soll hier lang gehen. Also die tun mir nichts, soweit ich weiß. Tun die mir auch was, wenn ich einfach die, wenn ich da hingehe vor deren Augen und das einstecke? Das wäre die nächste Frage. Aber. In the jungle, the mighty jungle, and the lion sleeps tonight. Okay, da vorne sind einfach nur Bäume, das gecrashte Flugzeug, und hier liegt. Bring the idol to the village. Ja. Warte mal kurz. Wo soll ich das hinbringen? To the village. Jetzt ist nur die Frage, ist das jetzt an dem einen Punkt, wo ich jetzt hingehe? Oder wo ich eben war. Weil das ist auch noch eine Frage. Und zwar haben die einfach vielleicht nur das Dorf von denen eingenommen? Ich habe so keine Ahnung. Aber ich laufe. Ja, okay. Boah, ich habe ja die Figur, deswegen kannst du mich ja eigentlich Schnuppe sein. Da vorne ist der Eingang. Okay. Das ist noch ein schöner Hitman-Teil, wo man einfach nirgendwo drüber springen kann. Okay, das sind so Trupps. Dann gehen wir mal hier den Weg lang. Ja, keine Ahnung, vielleicht brauchen wir nachher mal welche. Okay. Also hier ist keine Village.
Und die Muni habe ich schon eingesammelt. Okay, dann gehen wir mal wieder dahin, wo wir eben waren. Eben wann? Wann? Okay. Was ist das hier? So, das soll ein Baumstumpf sein. Okay, ich dachte, das wäre irgendwo, wo ich mich reinkriechen kann. Okay, zur Crashzeit würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal gehen. Ich versuche jetzt einfach bis zu dieser Brücke zu laufen. Da hält eine Patrouille. Und weit und breit ist niemand. Naja. Der von dort oben könnte es sehen. Nun ja, ich weiß ja nicht. Ich bleib erstmal noch unerkannt, bis ich einmal da bin. Nein, in die Richtung war schon richtig. Also, da ist irgendwo immer ein Helikopter da. Meinst du, die lassen mich einfach durch? Ich kann ja auch nicht mit denen reden. Ich kann mit keinem reden hier. Wo könnte denn... Könnte das das Dorf sein? Ja. Gehen wir einfach mal dahin. Aus Sicherheitsgründen und so. Jetzt bitte lass mich nicht wieder. Ja, doch, ich gehe. Muss wieder einfach durch die Crash-Zone. Ach nee, ich. Lass mich auch durchgehen. Ich will jetzt einfach nicht die ganze Zeit hier so drumherum gehen und eine Stunde brauchen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, wenn ich jetzt hier irgendwie erwischt werde. Oh Mensch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Map sich auch die ganze Zeit dreht.
Da. Diesen Weg könnte ich folgen. So, da ist das Wasser. Komm, komm, komm. Oh Mensch. Das Blöde ist, mit den Wachen kann man auch irgendwie nicht reden. So, okay, was ist das jetzt? Ach, das ist diese Mauer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so raushalten soll. Oh, you have found golden statue. Very nice. Please bring it to our chief in the village. Ja, super nice. Ja, zeige ich dann auch direkt hier. Wohnst du direkt? Nee. Nee, was nur meine Befürchtung ist, war, ist. Ich gehe hier mit dem Teil rein und dann denken die so, oh shit, das ist der Typ, der uns das geklaut hat. Tötet ihn. Nee, das wäre jetzt nicht so prickelnd gewesen. I bring you your lost idol. White man. You bring back joy into our hearts with the return of Chiyotzilox. But the drug lord took my brother also. He is at the big bridge. If you follow the river west, you will find him. When I come back, you must show me a way to get close to the drug lord. Ich find lustig, wie die einfach so nur sagen, Drug Lord. Okay, hier haben die nix. Ich find das hier mega cool. Okay, einmal kurz checken. Da, an diese Waffen würde ich gerne kommen. Oh, an diese Waffenmunition, das sind drei Stück wohl. Jetzt einmal kurz checken, laufe ich in die richtige Richtung? Nee, ist doch nicht. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Auch einfach nur ein paar Suppenköche. Töpfe. Bla. So. So, hier raus. Und dann geht's. Ah, hier rein. Mensch, jetzt geht doch wer rein oder raus? Alter, wie viele Leute sind hier schon jetzt? Einmal, was haben wir hier? Oh. Achso, das sind schon beide.
Was haben wir hier? Ach, Money. Ich hoffe, die gehen mir jetzt nicht gleich auf den Zeiger mit. Oh, du hast eine Waffe. Böse Waffe des weißen Mannes. Nee, ich nehme aber lieber die hier. Irgendwie habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, wie heißt die eigentlich? M6O oder? Ja, cool. Und mit 300 Muni. Ja, ich glaube. Okay. Ich könnte jetzt auch einfach niederschießen, und wenn die von allen möglichen Seiten kommen. Hier soll auch noch irgendwo Muni sein. Interessant. Keine Ahnung, ich sehe es jetzt auch nicht. Und ich möchte jetzt eigentlich hier meinem Kumpel aus der Patsche helfen. So, ich habe jetzt keinen großen Nerv, an der Crash-Zeit vorbei zu kommen, also gehe ich jetzt so rum. Unten rum. Das heißt jetzt hier ein bisschen so lange, ne? Ja. Und dann möglichst an der Crash Zone vorbei. Ja, dieser Baum sieht sehr schön aus. So, Mensch, wo ist das? Okay. Okay. Ich höre hier schon den Helikopter, der am Wasser ja die ganze Zeit lang fliegt. Da. Bin ich denn langsam mal da? Okay. Was ist, lassen die mich wohl mit der Waffe dahin? Leute, was? Bewegt mich hier wie ein Assassine fort. Ich merke schon. Oh fuck. Oh nee. Okay. Hingehen und seine Sachen anziehen. Jetzt wird mich keiner erkennen und mir Ärger machen. Ich hoffe es doch.
Das wäre sonst mega scheiße. Müsste ich dann auch Waffe wechseln? Wenn ich erkannt bin. Oh, jetzt komme ich erst nur an dem Teil vorbei. In 100 Metern biegen Sie links ab. Danach biegen Sie. Bleiben Sie geradeaus. Also da sehe ich schon den Helikopter. Ich wünschte mir, ich hätte so eine kleine Minicap. Okay. Was? Das war jetzt wohl. Hä? Ich hatte doch noch volles Leben. Das gibt's doch nicht. Ich bin so fail. Vor allen Dingen toll, jetzt kann ich mich nicht mehr anders verkleiden, weil ich mich schon anders verkleidet hatte. Außer ich finde nochmal eine richtig andere Verkleidung. Was mich vor allen Dingen irritiert, und zwar auf dem Helikopter ist wieder so ein Sniper, glaube ich, wie aus dem ersten Teil. Oh, fuck. Nein! Was? Ich bin so schnell tot! Aus dem ersten Part. Und dass ich da gut aufpassen sollte. Weil wir wissen ja noch. Okay. Komm. Vielleicht macht es ja doch einen Unterschied. Und wenn ich seine Kalaschnikow aufhebe, habe ich keine Muni mehr. Los, na los, geh hoch. Oh shit.
Okay. Ich würde zu gerne den Typ noch aus dem Heli abknallen. Aber mit anderen Worten müsste ich da saugut aimen für. Ja, und ein daneben geschossener Schuss ist dann wahrscheinlich sehr fatal. Oh, ich dachte. Okay. Ich muss jetzt zurück zum. Alter, nee. Wer hat eine richtig andere Verkleidung, der? Kann ich. Egal. Mit der anderen Waffe erkennen die mich, glaube ich, eher. Oh, was ist das? Bewegt er sich? Ja, der bewegt sich auch. Jetzt noch mal gucken. Ja, ich habe das Gefühl, der Punkt bewegt sich. Wenn ich jetzt durch diese eine Zone hier laufe, habe ich glaube ich nichts gewonnen, oder? Okay, doch. Die greifen mich nicht an, einfach so. Nur weil sie Schüsse gehört haben, dass jemand anders deren Leute umbringen will und so weiter und so fort. Ist das jetzt der Typ aus dem Drogenlabor, der dahin rennt? Oder ist das jetzt der Typ, der Indianer-Gefangene, der da eben gefangen war? Ich hoffe mal, der Gefangene. Weil sonst habe ich ganz schön Dreck an der Spitze. Das wäre jetzt noch das Beste. Jetzt komme ich da in das Indianerloch da rein und dann denken die, dass ich der Böse bin und töten mich. Ich gehe jetzt mit Absicht nicht den richtigen Weg rein, weil ich will sehen. Been a great friend, stranger. Now I owe you help. Tell me where I can find this drug lord. You can cross the river on our little bridge. On the other side, you cross the temple yard and go look for the statue of Zietalob. Behind it, you will find a secret underground passage leading to his hideout. But beware, you will be crossing sacred grounds. So do not upset our guard. But find man with cocaine heart, you must. He must expiate for his wrongdoings. Okay. Aber das seht ihr alles in der nächsten Folge von Let's Play Hitman. Tut mir leid, dass es ein bisschen lang gedauert hat hier und da an manchen Stellen, aber ich kann leider nichts dafür. Also schaltet morgen auch wieder ein, wenn es heißt Let's Play Hitman und bis dann. Ciao.